Nur Gottes Heilsplan wird funktionieren. Und nicht mehr dein altes Denken über dich. Nur Gottes Heilsplan wird funktionieren. Weil das der Plan der Liebe ist, der wahren Liebe zu dir selbst. Da, wo der alte Hass vergangen ist und die Liebe genau hier und jetzt in die Gegenwart einkehrt, das so offensichtlich wird. Dies ist der heilige Augenblick, da wo alter Hass zu gegenwärtiger Liebe wird. Und das ist Gottes Heilsplan. Alles in Liebe zu schauen. Schon kehrt Ruhe ein durch die Erinnerung. Nur Gottes Heilsplan wird funktionieren. Da kann es keinen anderen Heilsplan geben. Dieser scheinbare Heilsplan meines alten Denkens, des Ego-Denksystems, den muss ich ziehen lassen. Und den lassen wir ziehen, indem wir uns immer mehr ausrichten für Gott, für das eine, für den einen Geist, für die eine Liebe, für den einen Frieden, für das eine Erwachen. Ich bin nur gekommen, um dich zu erwecken, um dich zu erinnern und somit für mich selbst und nicht mehr auf niederen Ebenen herum zu wabern oder zu lungern. In dieser Niederdracht. Das ist nicht der Wille Gottes. Das ist Ego-Geist, der nicht existiert. Nur Gottes Heilsplan wird funktionieren. Genau das bringt mich in die Aufrichtung, in die Auferstehung, in das wahre Hören und Sehen. Oder du bist das Licht, ich bin das Licht, wir sind das eine Licht. Erwache und sieh das Licht. Und da Verantwortung zu übernehmen, konsequent und klar zu sein, sich an Gottes Gesetze zu halten. Mich danach auszurichten. Mich darin ernst zu nehmen, aber leicht ernst zu nehmen. Mit Freude.
Gott ist so gut. Also glaube nicht mehr an des Egos Heilsplan. Er wird nicht funktionieren. Was ist das, was dich immer wieder in Unruhe, in Zweifel, in Depression, Müdigkeit oder was auch immer hält? In Trennung eben. Weil das Ego will immer, suche aber, finde nicht. Und dann suche ich immer scheinbar im Außen und bin gar nicht wirklich in mir, nehme Gott in mir gar nicht mehr wahr. Es sei denn, ich habe mich so dissoziiert, dass ich meine, naja, ich bin doch in mir. Ich will von der Welt da draußen nichts mehr wissen und mach zu. Das ist aber sicherlich nicht der Wille Gottes, sondern du bist reiner, offener Geist, hell und lichtvoll, voller Freude, totale Größe. Zur Hingabe gekommen. Sich der Funktion hinzugeben. Wofür bist du gekommen, Bruder? Erinnere dich, was auf dieser heiligen Tafel geschrieben steht. Gottes Wort für dich. Was ist deine Funktion? Das ist der Heilsplan Gottes, das auszuführen. Du bist Erlöser. Und du willst keinen Groll mehr, keinen Unfrieden, keinen Hass. Also gib das auf. Nutze den Heiligen Geist, heiße ihn jetzt willkommen. Oder Jesus oder Gott selbst. Es ist immer dein. Du rufst im Grunde nur dich selbst an, weil du Teil Gottes bist. Du das Wort Gottes bist. Du bist das Mittel für Gott. Die Erlösung ist nicht außerhalb von dir zu finden. Schau nach innen. Schau nach innen. In dein heiliges Zuhause selbst. In deine Wohnstadt. Auf deinem heiligen Altar. Und sieh, was dir gegeben ist. Und das nimm an, nimm an, nimm an. Öffne dich für dich selbst. Nimm die Hand Jesu, nimm die Hand des Heiligen Geistes. Nimm das Gewahrsein Gottes, dieses mächtige Sein in Gott. Nimm das an.
Gottes Heilsplan gelingt einfach deshalb, weil wenn du seiner Führung folgst, du dort nach der Erlösung suchst, wo sie ist. Und dann kann ich nur diesem einen Weg folgen. Und will nicht mehr auf des Egos Stimme hören, die laut und polternd ist, aufschreit, fordernd ist, Recht haben will. Die Stimme des Heiligen Geistes ist still, manchmal kaum zu hören in diesem Getöse. Oder vielleicht sogar gar nicht. Also, wenn du Erfolg haben willst, so wie Gott es dir verspricht, dann nimm die Erlösung an, nimm die Sühne an, die Berichtigung deiner unwahren Gedanken von Sünde und Schuld, diesem festen, hartnäckigen, starren Glauben, dass dies irgendwie wahr sein könnte. Das ist nicht wahr. In Gott gibt es keine Schuld. In Gott gibt es keine Sünde. In Gott bist du vollkommen frei. Unschuldig wie nur was. So rein. Immer da. Unveränderbar. Das wisse und da sei gewiss, dafür gehe, immer wieder, dafür gehe und das schenke, schenke, schenke zu deinem eigenen Erwachen. Gib es überall hin, zu deinem eigenen Erwachen, ohne Erwartung. Du gibst dich einfach hin und empfängst. Geben und empfangen sind eins. Du denkst gar nicht darüber nach, weil die Gedanken, so wie du sie kanntest, gar nicht mehr existieren können. Und du hast nur noch Gott und seinen Heilsplan im Fokus. Gott ist dein Anker. Gott ist deine Ausrichtung. Ist der Weg. So wie du es bist, weil du Sohn bist. Also, wenn du aber Erfolg haben willst, wie Gott es dir verspricht, musst du bereit sein, die Erlösung nur dort zu suchen, wo sie ist. Wo ist sie? Nicht hier im Außen. Das Außen spiegelt dir, was da noch in dir ist und was noch erlöst werden will. Aber schau mit Jesus, schau mit dem Heiligen Geist, schau mit Gott nach innen. Öffne dich für dich selbst. Das ist hohe Geistesschulung. Öffne deinen Geist. Öffne dein Herz, deine Hände, deine Arme. Und du kannst nur zurücktreten von dieser Welt. Und bist doch voll da. Und das erfährst du durch deine eigene Liebe, durch den Frieden. Durch dein Vertrauen, durch deine Offenheit,
dich und alles als den einen Geist anzuerkennen und eben nicht mehr dieser Körper. Dieser Körper dient dir nur noch als Mittel, als Kommunikationskanal. Mehr nicht. Er hat keine andere Funktion. Und das heißt nicht, dass ich nicht mehr Spaß haben kann. Ich habe keine Ahnung. Es wird mir gezeigt. Nur Gottes Heilsplan wird funktionieren. Mir wird nichts entzogen. Gar nichts. Mich hungert oder dürstet es aber auch nicht mehr nach irgendetwas, weil alle Bedürfnisse in Gott befriedigt sind. Es wird dir gezeigt. Also möge ich nicht mehr auf den gespaltenen Geist reagieren. Ich bete darum, das ist der Wahnsinn, das ist dieses Hin- und Hergerissensein. Dann ist immer noch der Versuch da, zwei Welten sehen zu wollen. Ich kann nicht zwei Heilsplänen folgen. Ich kann nicht zwei Herren dienen. Also richte dich nur für Gott aus. Erhöhe dich, erhebe dich, wach auf. Du bist gerufen. Du bist so gerufen, dich der Liebe des Vaters genau hier und jetzt hinzugeben. Du bist Gottes geliebtes Kind. Das alles. Und das zeige. Zeige, wie sehr du geliebt bist, dass der Bruder es genauso erfährt. Und fürchte dich nicht, was dir da gezeigt wird, wenn es scheinbar noch begrenzt ist. Oder wenn dir da scheinbarer Hass oder Abwehr entgegenfliegt, wenn du dich in deiner Liebe schenkst. Identifiziere dich nicht damit. Schau nur mit Gott oder mit Jesus. Jesu Blick, Augen der Liebe, vergiss nicht. Nichts kann deinen Frieden stören. Nichts kann deine Liebe schmälern. Du bist auf einer anderen Ebene. Das sind ja die zwei Welten. Du kannst dich nicht mit dem anderen identifizieren. Wenn du das nicht willst, dir ist alle Macht gegeben. Also, wenn ich mich in diesem gespaltenen Geist aufhalte, zwei Heilsplänen folgen will, die diametral entgegengesetzt sind, dann kann es nur zu Verwirrung, Elend, Chaos, Unruhe, Krankheit, Leid und Tod kommen. Weil dann habe ich doch immer ein Gegenteil. Dann hat der wahre Frieden scheinbar ein Gegenteil, was nicht sein kann. In Gott gibt es das nicht, da gibt es keinen Unfrieden. Und das muss ich aufhören, mir das irgendwie hier reinzuziehen, dass da irgendwo Unfrieden ist oder Nichtliebe. Diese duale Welt wirklich verlernen.
Und dafür brauchen wir alle Hilfe. Und deshalb ist es so wichtig, dass jeder auftaucht, erwacht, sich erhebt. Das macht es uns allen so viel leichter. Wirklich im Miteinander, in Zusammenarbeit, als Verstärker für Gott, für Jesus, für den Heiligen Geist. Du willst nicht mehr das Gefühl von Versagen oder Verzweiflung. Also, wie kannst du all dem entrinnen? Ist hier die Frage. Ganz einfach. Der heutige Gedanke ist die Antwort darauf. Nur Gottes Heilsplan wird funktionieren. Folge nur Gottes Wort. Sei still. Tritt zurück. Es kann keinen wirklichen Konflikt darüber geben, weil es keine mögliche Alternative zu Gottes Plan gibt, die dich erlösen wird. Da ist nichts anderes. Gott hebt dich aus deinem Traum empor, aus deinem Tiefschlaf. Das ist deine Erlösung, das ist deine Auferstehung. Und lass es geschehen. Vertraue, vertraue, vertraue. Das, was du hier wahrnimmst auf der Ego-Wahrnehmungsebene, hier auf dieser dualen Ebene, ist nur ein Spiel. Es ist nur ein Spiel hier in diesem Traum. Mehr nicht. Existiert in Gott nicht. Also deshalb brauchst du dich gar nicht zu verurteilen. Du wirst dir immer scheinbar Fehler machen auf dieser Ebene. Mach nichts. Geh darüber hinaus. In Gott bist du so perfekt, so liebend und geliebt, so vollkommen, so ganz und heil. Und nur das sieh. Gottes Plan ist der einzige, dessen Ergebnis sicher ist. Gottes Plan ist der einzige, der gelingen muss. Und heute wollen wir uns in Gewissheit üben, dass dies wahr ist. Und lass uns frohlocken. Frohlocken. Freu dich darüber, was dir da gegeben ist. Sei offen. Ja, ich will Gottes Wort durch mich, durch und durch hören. Ich will das Licht in allem sehen. Ich will es lernen, die Freude zu mehren. Und ich will mich nicht mehr verurteilen, wenn ich mich scheinbar geirrt habe. Ich bin der glückliche Schüler und fühle mich nicht mehr schuldig über irgendwelche Fehler. Das hält mich nur gefangen, ne, wenn ich mich damit aufhalte. Lass uns frohlocken, dass es eine Antwort gibt auf das, was ein unlösbarer Konflikt zu sein scheint. Für Gott sind alle Dinge möglich. Die Erlösung muss dein sein, um seines Planes willen, der nicht scheitern kann. Also denke darüber nach. Nur Gottes Heilsplan wird funktionieren.
Denke neu darüber nach, mit Gott zu sein. Gottes Wort zu hören ist wie neues Denken. Und es kann nur wenig Gedanken hervorbringen, weil Gott nur ein liebevoller Gedanke ist. Da kann es nur klar herüberkommen. Gott zeigt es dir klar und deutlich. Es kann nur Gottes Heilsplan gelingen und nichts anderes. Nur Gottes Heilsplan wird funktionieren und nichts anderes. Und da klar und entschieden zu sein. Nur Gottes Heilsplan wird funktionieren. Folge nur diesem. Das ist deine Befreiung, deine Erlösung. Du kannst dich nicht selbst befreien. Du brauchst all die Heiligen mit dir, weil du schon mit ihnen bist, weil du gar nicht ohne sie kannst. Es geht nicht ohne deinen Bruder, ohne Jesus, ohne den Heiligen Geist, ohne Gott. Versuche nicht mehr dein eigenes Ding zu machen. Das funktioniert nicht. Nur Gottes Heilsplan wird funktionieren. Verschwinde nicht mehr in Dissoziation oder Depression oder in Krankheit oder sonst irgendwelchen Ideen. Du missbrauchst dich nur selbst. Ne? Das ist immer ein Angriff gegen dich selbst. Selbstverletzung. Und das ist sicherlich nicht der Wille Gottes. Und da muss ich hinschauen, damit ich damit aufhöre, damit ich das berichtigen lasse, damit ich endlich höre, was mir da gesagt wird. Nur Gottes Heilsplan wird funktionieren. Nur er wird zur Befreiung und zur Freude und zum Frieden führen. Du willst den Frieden Gottes, also gib, Bruder, gib du den Frieden, damit du ihn erfährst. Und schau nicht mehr auf scheinbar andere. Oder klage andere nicht mehr an, die scheinbar keinen Frieden bringen. Wo ist dann dieser Unfrieden? Er kann ja nur in meinem Geist sein. Das sind meine Projektionen. Dann will ich wieder andere für schuldig erklären. Der da stört meinen Frieden. Das da stört meinen Frieden. Aber hallo, ich mache die Erfahrung. Nichts kann meinen Frieden stören. Ich muss mich identifiziert haben mit der unwirklichen Welt, mit dem Ego. Das kann nicht sein. Hallo? Stehe auf und schau darüber hinweg. Schau dahinter. Gott ist in allem, was ich sehe, weil Gott in meinem Geist ist. Und du wirst es anders sehen. Also bitte Gott, da steht's. Bitte Gott,
Mögen wir ihn gemeinsam bitten, uns seinen Plan zu offenbaren. Ja, Vater, ich bitte dich, uns deinen Plan zu offenbaren. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf all das hier schauen soll. Bitte zeige du mir. Und frage Gott ganz ausdrücklich, was möchtest du, Vater, dass ich tue? Was möchtest du, Vater, dass ich tue? Wohin möchtest du, dass ich gehe? Wohin möchtest du, Vater, dass ich gehe? Was möchtest du, Vater, dass ich sage? Und zu wem? Nur Gottes Heilsplan wird funktionieren. Ich muss anderen Geistes werden. Und du bist anderen Geistes. Erhebe dich, wach auf, steh auf, zeige dich. Nichts ist bedroht, gar nichts. Nichts Wirkliches ist bedroht. Nichts Unwirkliches existiert. Der zentrale Satz des Kurses. Hierin liegt der Frieden Gottes. Auch wenn scheinbar die Fetzen fliegen, ist nichts bedroht, dann habe ich mich nur wieder auf die niedere Ebene begeben. Dann bin ich nur im Irrtum und mehr nicht. Tritt zurück, erhebe dich erneut und da bleibe, da sei.
Richte dich nur für Gott aus. Gott ist dein Ziel. Gott ist an erster Stelle. Und irritiere dich nicht mehr, wenn du es scheinbar mal für einen Moment vergessen hast, sondern erinnere dich wieder, genau hier und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Für den einen Augenblick der Erlösung. Für diesen einen heiligen Augenblick. Der ist immer da. Ist immer nur einer. Ein Augenblick in alle Ewigkeit. Also überlasse Gott die Führung oder dem Heiligen Geist oder auch Jesus. Und lass ihn dir sagen, was in seinem Plan für deine Erlösung von dir getan werden soll. Dir ist die Antwort gegeben. Fürchte dich nicht mehr. Habe keine Angst vor Gott. Schau doch, wie liebevoll du empfangen wirst. Was für ein sanfter Weg dir da gegeben ist. Gott wird immer antworten, durch den Heiligen Geist, durch Jesus, durch den Bruder. Er wird in dem Maße antworten, wie du bereit bist, seine Stimme zu hören. Lehne es nicht ab zu hören. Die Tatsache allein, dass du die Übung machst, beweist, dass einige Bereitwilligkeit in dir ist, zu hören. Du hörst doch schon, du bist doch schon bereit. Also geh weiter. Das reicht aus, um deinen Anspruch auf die Antwort Gottes zu begründen. Es braucht nur deine kleine Bereitwilligkeit. Sei bereit. Und du wirst dich immer mehr öffnen. Dich immer mehr hingeben wollen. Hinwenden wollen. Aufrichten wollen. Auferstehen wollen. Im geistigen Sinne, du bist nur Geist. Reiner Geist, heiliger Geist, liebender Geist, lächelnder Geist. Sanfter, gütiger Geist. Stiller, ruhiger Geist. Nur Gottes Heilsplan wird gelingen. Sei jeder Versuchung gegenüber auf der Hut, heute Groll zu hegen und reagiere darauf mit der folgenden Form, mit der folgenden Form.
Groll hegen ist das Gegenteil von Gottes Heilsplan. Das, genau das zeigt dir ja den gespaltenen Geist. Das ist duale Ebene. Gott ist non-dual, eins gesinnt, nur eins, nur Gottes Frieden, nur Gottes Liebe, nur Licht, nur Ausdehnung, nur Freude, nur Vertrauen, nur Güte, nur Mildtätigkeit, nur Barmherzigkeit. Das Natürlichste überhaupt. Groll hegen ist das Gegenteil von Gottes Heilsplan. Und nur sein Plan wird gelingen, indem ich mich darüber erhebe. In Gott gibt es keinen Groll, keinen Hass, keinen Konflikt. Also kann das nicht sein. Wenn ich das noch erfahre, wenn ich mich damit noch identifiziere, weiß ich, wo ich bin, dann bin ich wieder im gespaltenen Geist. Und das ist nicht der Wille Gottes, das ist nicht der Heilsplan Gottes. Erwache, Bruder, erwache. Schenke deine Liebe, deinen Frieden, dein Vertrauen. Sei bereit für die Erlösung hier und jetzt. Du sollst dich so oft wie möglich heute erinnern. Mehrmals in der Stunde, nur Gottes Heilsplan wird funktionieren. Das ist das, was es meint, im Gewahrsein zu sein. Und deshalb muss ich es so oft hören, weil ich mich so leicht wieder auf diese duale Ebene einlasse, in diesen Wahnsinn. Und ich merke es nicht, ne? Nur Gottes Heilsplan wird funktionieren. Das wird dich immer wieder zurücktreten lassen und darüber hinausschauen lassen, über deine eigene Welt. Dann willst du nur noch Frieden sehen, Liebe geben, Ruhe geben. Du willst nicht mehr reagieren auf all das Alte. Könntest eine halbe Minute oder weniger nicht besser verbringen als damit, dich an die Quelle deiner Erlösung zu erinnern und sie dort zu sehen, wo sie ist. Was ist deine Quelle? Gott ist deine Quelle. Nutze es, schöpfe nur daraus. Du bist doch Bote Gottes. Du gehst doch mit seinen Gaben. Also gib, wie dir gegeben wurde. Sein ständiges, beständiges Geben und Empfangen. Und du nimmst es nur noch als eins wahr, wie ein beständiger, ruhiger Fluss. So sanft und nährend. Und stillend.
Nur Gottes Heilsplan wird funktionieren. Ja, mächtiger Vater, danke, danke immer wieder so sehr für deine so tiefe Liebe zu deinem Sohn. Sprich zu mir selbst, dass du so mit mir gehst, mir so vertraust, mich als deinen Boten siehst. Als die einzige wahre Liebe. Du dich mir so hingibst, damit ich deinen Willen tue, den ich tun will, nur Liebe auszudienen. Lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Nur Gottes Heilsplan wird funktionieren. Nur. Ich verneige mich zutiefst vor all dieser Heiligkeit und Schönheit und dieser so großen, mächtigen Gewissheit. Amen. Amen. So sei es, so ist es. Danke für dein Dasein und für unser Lernen und Verlernen. An diesem Tag bin ich scheinbar heute Abend wieder da. Und doch bin ich immer da, ne? Bis gleich.